Was wäre ein Bundespräsident Gauck? Er wäre die Ausgeburt des politischen Hinterzimmers. Denn damals, bei der letzten Bundespräsidentenwahl, als Trittin und Gabriel den Gauck gegen Wulff und die schwarz-gelbe Koalition ins Rennen geschickt haben, wollten sie der Regierungskoalition nur ein Beinchen stellen. An Inhalte dieser Kandidatur hatten sie nicht gedacht. Dass der Mann zum Afghanistan-Hartz-IV-Komplex jene Positionen vertrat, von denen SPD und Grüne jetzt in der Opposition abgerückt waren? Scheißegal. Wichtig war ihnen nur das dumme Gesicht von Angela Merkel, wenn sie mit einem Kandidaten konfrontiert werden würde, der von ihrem Fleisch war. Ein DDR-Opportunist, der erst, als die Sozialistische Republik in den letzten Zügen lag, seinen Hang zur Opposition entdeckt hatte. Jetzt hat die FDP den parteiübergreifenden Kandidaten übernommen. Ausgerechnet jene Partei hebt Gauck auf den Schild, die mit ihrer Selbstbedienungsmentalität sogar die eigenen, nicht so zimperlichen Wähler abgestoßen hat. Eine Mickey-Maus-Partei, die aktuell mit nur noch 3% Volksgunst auf dem Tisch tanzt, weil die Katze Angela gerade mit anderen beschäftigt ist. Bei der FDP ist Gauck richtig. Sein dröhnendes Freiheitsgerede meint die Freiheit der Besserverdienenden. Die Freiheit, dem Pöbel seine Verachtung zu zeigen. Die Freiheit, die Empörten mit Hohn zu übergießen. Wo Wulff das Schnäppchen jagte, wird Gauck zur Jagd auf alles blasen, was links ist. Wer waren denn die, die den Gauck zur Präsidentenkür 2010 zum Kandidaten der Herzen gebrüllt hatten? Es war eine unheimliche Gang aus Spiegel, Stern und Bild, eine übergreifende Meinungsmaschine, deren Besitzer sich gern auf Golfplätzen treffen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass es dieselbe Maschine war, die das Wülfchen hinweggefegt hat. Aber der Präsident Wulff wollte es doch nur gut haben und auch ein bisschen gut machen. Der Islam gehöre zu Deutschland, hatte er gesagt. Ja, ist er denn verrückt? Fragten die Springers und die Spiegels. Die Zeiten werden härter, die Verteilungskämpfe werden brutaler. Haben wir denn nicht den Sarrazin vorher abgedruckt, um den Deutschen die türkische Karte zu zeigen? Dem Sarrazin, dem beamteten Rassisten, vom Bertelsmann-Konzern gehätschelt, von Talkshow zu Talkshow weitergereicht, bescheinigt der Gauck Mut. Es ist der feige Mut des Heckenschützen, der aus finanziell gepolsterter Deckung Minderheiten beschießt. Es ist der gleiche Mut, den der Herr der Stasi-Akten aufbrachte, als er entschied, welche Leben durch Aktenveröffentlichungen denn ruiniert werden sollten. Geradezu heldenhaft schwätzt Gauck vom angeblichen Unrecht der Vertreibung. Einmalig kühn bestreitet er die Einzigart des Judenmordes. Tapfer fragt er, ob soziale Fürsorge nicht zur Erschlaffung führen würde. Unverzagt stellt er sich vor den Verfassungsschutz, wenn er die Linke bespitzelt. Forsch wendet er sich gegen Multikulti. An Gauck ist der sprichwörtliche Mut des Radfahrers zu beobachten. Nach oben buckeln, nach unten treten. Gaucks Wahl wäre der Nachruf auf die Gesellschaft, wie wir sie bisher kennen. Nicht, weil er persönlich über Macht verfügen würde, sondern weil die, die ihn über ihre Medien in das Amt hieven, das alles wollen, was er ausspricht. Ein Land der kulturellen Spaltung, ein Land der sozialen Kälte, eine Relativierung des Verbrechens an den europäischen Juden und ein freundliches Verständnis für den Verfassungsschutz. Gauck, das ist der fleischgewordene Albtraum einer freiheitlichen Fassade, hinter der in aller Ruhe die Freiheit abgebaut werden kann.